Hi, ich bin Michael Schnelle, ich arbeite bei Mixmode in Gräfenfing bei München und ich habe hier den Vortrag IoT Security Check für Sie. Worum geht es hier? Es geht hier darum, wie kann man eine Applikation oder eigentlich eine verteilte IoT-Applikation mit viel Netzwerkverkehr, wie überprüft man jetzt eigentlich, ob die sicher ist? Genau. Also wir haben im letzten Vortrag eigentlich schon genug Motivation gehört, wieso man IT-Sicherheit vor allem im IoT-Bereich braucht. Deswegen will ich da jetzt eigentlich gar nicht mehr groß drauf eingehen. Nur noch ein paar Beispiele, die mir wichtig sind, nennen. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel der Cheap-Hack vor einiger Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es gibt ein lustiges YouTube-Video, kann man sich gerne anschauen. Da hat ein Magazin, also zwei Professoren für ein Magazin, einen Jeep im Endeffekt gehackt. Das fängt so an, dass der Reporter mit dem Jeep rumfährt und zuerst passieren so lustige Sachen wie das Radio geht aus, das Radio geht an, die Scheibenwaschanlage geht an, alles ganz witzig, bis am Ende er auf der linken Spur fährt und plötzlich der Motor ausgeht. Also ja, ist während der Fahrt und der Motor geht aus. Und da sieht man schon, dass so IT-Sicherheit nicht nur einfach so, es betrifft zwar nicht nur den Datenschutz, es betrifft nicht nur die persönlichen Daten, es betrifft auch wirklich die physikalische Sicherheit. Ja? Also wenn die Hersteller nicht auf IT-Sicherheit da setzen, sind tatsächlich Menschenleben gefährdet. Ein weiteres großes Beispiel ist Denial of Service. Also es gibt einfach unglaublich viele IoT-Devices da draußen. Leute achten beim Kauf, vielleicht jetzt nicht hier, aber allgemein, die Leute achten beim Kauf eigentlich hauptsächlich auf den Preis. Und bei einer IoT-Kamera für ein paar Euro wird halt Sicherheit nicht ganz groß geschrieben. Und dann schon integriert man seine Kamera in sein Heimnetzwerk und nach einer Versuchung dauert es 98 Sekunden, bis die Kamera Teil eines Botnetzes wird. Und das Botnetz wird dann für Denial-of-Service-Angriffe auf beliebige Organisationen verwendet. Ja. Man kann sich so einen Angriff im Darknet auch kaufen. Der billigste steht hier oben, fängt an bei 7.500 US-Dollar. Könnt ihr euch im Darknet einen Denial-of-Service-Angriff für den Feind eurer Wahl kaufen? Ja? Also, ich denke, es wird klar, bei der Entwicklung von Applikationen wird IT-Sicherheit immer wichtiger werden und es muss ganz einfach beachtet werden. Darum geht es auch bei dem Vortrag. Bei dem Vortrag geht es im Endeffekt da erstmal eine allgemeine Übersicht, wie läuft so ein Sicherheitsprozess bei der Applikationsentwicklung ab, wie funktioniert dann die Bedrohungsmodellierung, also ich schaue mir die Applikation an und bekomme raus, was die wichtigen Bedrohungen sind, detailliert ab und wir schauen es uns, weil wir jetzt auch schon über IoT die ganze Zeit gesprochen haben, ein Beispiel eines Heimnetzwerks an. Abschließend tue ich dann mit ein paar verbreiteten Schwachstellen und ein paar verbreiteten Gegenmaßnahmen gegen diese Schwachstellen. Bei den Bildern kann man einfach mal so stehen lassen. Also wenn so physikalische Infrastrukturen wie IT-Systeme teilweise entwickelt werden würden, würden sie so ausschauen wie auf diesem Bild. Wir haben einen Parkplatz, ist gesichert durch eine Schranke, aber die Leute können drumherum fahren. Das ist im IT-Bereich Standard. Ja. Wir haben irgendwelche Applikationen, wir haben ein super gesichertes Eingangstor, haben ein super Login, Benutzer werden authentifiziert, aber darum sind da die Schwachstellen. Das wird einfach nicht betrachtet, das war bei der Entwicklung nicht im Fokus. Das andere Bild ist die Kette mit dem Kabelbinder. Das zeigt ganz einfach, dass sobald nur ein Part meiner Software eine Schwachstelle hat, liegt potenziell die komplette Applikation dem Angreifer offen. Was wir hier sehen, zeigt ganz einfach, wie wichtig es ist, dass man wenn man sich eine Applikation entwickelt, wie wichtig es einfach ist, zu schauen, was ist der Bereich, den ich betrachte. Vielleicht hat er im ersten Beispiel einfach nur gedacht, ja okay, ich muss nur den Eingangsbereich betrachten, alles so drum ist irrelevant für mich. Genau, wie wichtig es ist, einfach den wirklichen Bereich abzustecken, wo ich eben schauen muss, wo
ich nach möglichen Bedrohungen suchen muss. Hierfür jetzt, ich weiß, wir sind auch bei der Linux User Group, aber trotzdem möchte ich mal ganz kurz den Microsoft Security Development Lifecycle zeigen, einfach nur, weil der recht gut zeigt, wie in einem Idealfall die Security beim den Entwicklungsprozess begleitet. Und es fängt an, eigentlich schon bevor die Applikation entwickelt wird, habe ich ja meine Entwickler, die quasi entwickeln werden, und die müssen für im Bereich der IT-Sicherheit in gewisser Weise geschult werden. Ja? Jeder Entwickler muss wissen, was ist Security, was ist Verschlüsselung, was ist Authentifizierung, was muss ich da beachten. Ja? Dann muss ich mir überlegen, was sind denn die Sicherheitsanforderungen für meine Applikation? Sicherheitsanforderungen sind solche Dinge wie also erstmal gibt es meistens solche schützenswerten Güter wie, eine wäre jetzt die Vertraulichkeit, das ist quasi die Vertraulichkeit der Daten, die Verfügbarkeit, also dass meine Applikation immer da ist und immer benutzt werden kann, und die Datenintegrität, einfach mal, dass die Daten nicht veränderbar sind. Und ich muss dann festlegen, was ist denn mein Bedarf an Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität. Wenn ich jetzt ein Heimnetz habe, dann ist es ganz anders, wie wenn ich eine Applikation wie zum Beispiel eine Suchmaschine entwickle. Die Suchmaschine, der ist Vertraulichkeit erstmal, ich würde jetzt nicht sagen wurscht, aber nicht so wichtig wie Verfügbarkeit. Aber bei mir an meinem Heimnetz ist mir wahrscheinlich die Vertraulichkeit meiner Daten extrem wichtig. Der nächste Schritt oder einer der nächsten Schritte ist dann die Bedrohungsmodellierung, wo ich mir dann die Applikation mal aufmale und schaue, was sind jetzt die Bedrohungen, was sind die Risiken und welche sind wichtig. Dann kommen wir in den Implementierungsschritt rein. Ja? Währenddessen, das ist der Schritt, wo die ganzen Entwickler kommen und die einzelnen Features implementieren. Auch währenddessen muss ich immer schauen, dass keine Sicherheitslücken in die Applikation integriert werden. Ich muss Code-Reviews machen, ich muss Tests schreiben, ich muss Analysen über deinen Source-Code laufen lassen. Bin ich dann fertig, muss ich das ganze Penetration testen, muss noch mal eine Analyse durchführen. Aber auch wenn ich dann quasi schon, wenn ich dann endlich fertig bin und released habe, brauche ich einen Response-Plan. Ich muss wissen, was mache ich, wenn der Fall einer Sicherheitslücke kommt, wie kann ich möglichst schnell auf sowas reagieren. Microsoft selber wendet diesen Security Development Lifecycle an. Sie sagen, Sie haben das erste Betriebssystem, was Sie nach diesem Lifecycle entwickelt haben, war Windows Vista. Und Sie selber sagen, Sie haben 50% weniger kritische Systemschwachstellen gehabt. Und das ist eigentlich schon eine Hausnummer. Okay, dann kommen wir zu unserer Beispielarchitektur. Erstmal, das ist jetzt ein Heimnetzwerk früher. Wir haben ein paar Handys, wir haben einen Laptop, wir haben Bewohner, die hier wohnen, wir haben Besucher, wir benutzen Internet und externe Dienste, wir sind abgesichert durch einen Router und einen Firewall und benutzen ein Storage für unsere Urlaubsbilder, für unsere Musik, für unsere Filme. So hat es früher ausgeschaut. Jetzt schaut es eher so aus. Ja? Wir haben Steckdosen, die angehen, wann wir es brauchen. Wir haben Lichter, die erkennen, wann wir zu Hause sind, die einfach angehen. Der Fernseher ist smart, mit dem Internet verbunden. Der Rauchmelder ist smart. Wir haben die Möglichkeit, uns Kameras zu integrieren. Und in der Regel haben wir irgendeinen Smart Home Hub, so eine zentrale Steuerkomponente, der dafür verantwortlich ist. Ein bisschen anders dargestellt schaut es so aus. Jetzt eine Frage in die Runde. Was ist schon passiert? Also im Endeffekt, wissen tut man das natürlich nie genau, weil alle Sicherheitslücken kommen nie raus. Aber passiert es auf jeden Fall mal, wenn man bei der Lampe schaut, excuse me, why we passiert es vielleicht in der DDoS-Attack. Wurden extrem viele private, wie vorhin schon angekündigt, IP-Kameras benutzt, um Webseiten lahmzulegen, um irgendwelche politischen oder privaten Interessen von Organisationen zu befriedigen. So,
wie schützen wir uns jetzt dagegen? Das ist erstmal das generelle Vorgehen, die einzelnen Schritte. Ja? Wir haben zuerst unsere Applikation oder sagen wir mal die Idee einer Applikation und wie schon angedeutet, müssen wir zuerst mal festlegen, was sind die Schutzziele meiner Applikation, was ist der Bedarf an Vertraulichkeit, an Verfügbarkeit oder an Integrität. Wir haben jetzt ein Heimnetzwerk, haben wir schon gesagt, das soll... Vertraulichkeit ist natürlich ein hohes Gut, da ist das Schutzziel sehr hoch. Ja. Verfügbarkeit vielleicht mittel, weil ist es nicht so relevant, es sei denn, es werden wirklich lebenswichtige Dinge, wie jetzt wenn ich jetzt zum Beispiel meine Heizungssteuerung dazu mache, wäre es natürlich doof, wenn das mal ausfällt. Ja. Datenintegrität auch mittel bis hoch. Ja. Danach modelliere ich die Applikation, also ich sage mal mir ein detailliertes Bild, so ähnlich wie wir das gesehen haben, nur viel detaillierter, führe eine Bedrohungsanalyse durch, da gibt es verschiedene Vorgehensmodelle, auf die ich dann noch kurz eingehen werde, habe dann als Ergebnis eine Liste an Bedrohungen, erstmal komplett unstrukturiert, was kann theoretisch alles passieren. Dann muss ich die Bedrohungen mal in eine Reihenfolge bringen, dafür ist die Risikoanalyse da. Die Risikoanalyse bietet mir, dass ich die Bedrohungen priorisieren kann. Anschließend muss ich die Bedrohungen migrieren. Ja, ich muss wissen, was ich gegen die Risiken, die ich herausgefunden habe, tun kann. Um dann anschließend das Ganze nochmal zu validieren, ob jetzt dann mein Sicherheitsstandard, den ich mir oben bei den Schutzzielen gesetzt habe, eingehalten wird. Ergebnis ist dann meine hoffentlich abgesicherte Applikation. Wie funktioniert das Modellieren? Ja? Modellieren im Endeffekt ist Dokumentieren und Zusammentragen in einer einheitlichen Form, wobei es erstmal nicht so wichtig ist, in welcher Form, es muss nur konsistent sein. Ja? Wenn man also typische Techniken bei größeren Applikationen, jetzt vielleicht nicht beim Heimnetz, sind, ich führe Interviews mit irgendwelchen Stakeholdern durch, ich schaue mir relevante Standards oder Dokumente an und ich versuche dann ein Modell, ein wirklich detailliertes Modell mittels abstrakter Diagramme, Stichwort, ich weiß nicht, UML-Diagramme ist so ein Standard, Modellierungsstandard, wie man solche Systeme darstellen kann, ist ein guter Weg, um solche Applikationen dann darzustellen. Typische Schwierigkeiten hierbei sind erstmal die Wahl der passenden Notation. Also ich habe jetzt, wie gesagt, wieder beim Heimnetzwerk, bin ich wahrscheinlich alleine, aber bei der größeren Applikation sind wirklich mehrere Leute damit beteiligt und viele müssen und jeder muss auch auf das Modell dann schauen können und verstehen, was damit gemeint ist. Ja? Also welche Notation nehme ich? Ja? Nehme ich jetzt so einen Standard wie UML, den muss vielleicht jetzt der Manager XY erst lernen, oder nehme ich meine eigene Notation, wo ich im Endeffekt das, was ich möchte, super darstellen kann, aber ich muss halt eben erst meine eigene Notation erklären. Ja? Weitere Schwierigkeit ist die Abstraktionsebene. Ich muss sozusagen, solche Modellierungen macht man vielleicht auch für, also nicht nur für neue Software, sondern auch für bestehende Software. Und meine Softwareentwickler, die Software entwickelt haben, haben vielleicht in der Vergangenheit schon Diagramme von ihrer Software erstellt. Ja? Und ich als Sicherheitsverantwortlicher bin jetzt natürlich dazu verleitet, einfach deren Diagramme zu nehmen, also deren Softwarearchitektur, die sie mal aufgezeichnet haben. Ist aber vielleicht gar nicht so eine gute Idee, weil das ist extrem detailliert. Ja? Und wenn ich eine große Software habe, dann kann ich das komplette System einfach gar nicht überblicken, weil es zu detailliert ist. Also das ist eine Schwierigkeit, die man sich dann pro Applikation anschauen muss. Dieses Ergebnis ist mein Applikationsmodell. Dann ist der nächste Schritt, dann, ich nehme dieses Modell als Input und versuche auf Bedrohungen zu kommen, also die Bedrohungsanalyse. Kann ich erstmal Randbedingungen betrachten, wie zum Beispiel technologische Aspekte. Welche Bibliotheken verwende ich bei der Implementierung? Basiere ich jetzt auf speziellen Hardware-Eigenschaften? Verwende ich spezielle Mikrocontroller? Verwende ich spezielle Schnittstellen? Welche Übertragungstechnologien werden verwendet? Ja? Wenn die Übertragung zum Beispiel schon verschlüsselt ist, dann ist es eine komplette Reihe an Bedrohungen, die ich einfach nicht mehr anschauen muss.
was sind denn meine Angreifermodelle? Also wer hat denn eine Motivation, mir zu schaden? Ist es jetzt das Script-Kitty, was einfach sich irgendwelche Hacker-Tools aus dem Internet sieht und die ausführt? Ist es jetzt, okay, Insider ist eher bei einer Organisation jetzt ein Mitarbeiter, der das Interesse hat, der Organisation zu schaden? Oder ist es sogar das organisierte Verbrechen? Da sagen wir, Smart-Home-Bereich hat das organisierte Verbrechen natürlich ein großes Interesse daran, die Kapazität unserer Geräte zu kapern, um die für was auch immer zu verwenden. Insider wäre vielleicht der Mitbewohner, der oder die Freundin, die einen ausspionieren will, kann auch sein, ja? Dann muss ich mir überlegen, also es gibt unzählige verschiedene Vorgehensmodelle, wie ich dann quasi auf so eine Bedrohungsliste komme. Ja? Zum Beispiel das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik stellt zum Beispiel Gefährdungskataloge zur Verfügung. Ja? Dann gibt es Top-N-Listen, also wie zum Beispiel OWASP, das Open Web Application Security Project, hauptsächlich aus dem Webbereich bekannt, hat auch eine IoT-Projekt gegründet, wo sie quasi die Top-10-Bedrohungen aus dem IoT-Bereich aufzeigen. Ja? Ist da jedes IoT-Device mittlerweile ein Web-Interface hat, sehr ähnlich zu den Top-10-Bereichen aus dem Webbereich. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel die Bedrohungsmodellierung nach Stride, auf die ich jetzt ganz kurz mal eingehen möchte. Ja? Wir haben ganz einfach unsere Applikationen, schauen uns die an und bewerten unser Applikationsmodell nach den Stride-Kriterien. Das erste ist Spoofing Identity. Das ist ganz einfach, wenn ein Angreifer versucht, meine Identität auszuspähen und damit irgendwas zu machen. Das wäre zum Beispiel im Bereich von Smart Home, wäre es jetzt ein Angreifer, benutzt ein IoT-Gerät, um meine Zugangsdaten für einen Online-Shop auszuspähen, um dann einzukaufen. Tampering with Data ist das Manipulieren meiner persönlichen Daten oder der Daten der Applikation. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Angreifer, nutzt eine Schwachstelle, um auf meinen Datenserver zu kommen, verschlüsselt diese Daten mit dem Ziel, mich danach zu erpressen. Repudiation ist ein Angriff auf die Nachvollziehbarkeit. Das typische Beispiel hier ist immer, ich führe eine Bestellung durch und streite im Nachhinein ab, das gemacht zu haben. Information Disclosure ist das Offenlegen vertraulicher Informationen. Das ist ganz wieder ein Angreifer greift auf meine persönlichen Daten zu, mit dem Ziel, die offen zu legen und mich dadurch zu erpressen. Denial of Service, haben wir schon oft gesagt, ist ein Angriff auf die Verfügbarkeit. Also meine Geräte sind zum Beispiel nicht mehr benutzbar, weil sie entweder an einer DDoS-Attacke mit partizipieren oder gerade beschäftigt sind, Bitcoins zu minen. Elevation of Privilege ist das Anheben der eigenen Rechte. Also ein Angreifer, der muss schon ein gewisses Rechtelevel haben, versucht sich ein höheres Rechtelevel zu erschleichen. Das wäre zum Beispiel, ich habe einen Besucher, den lasse ich in mein Gastnetz rein, aber der versucht sich als Bewohner auszugeben, um auf die persönlichen Daten zuzugreifen. So gehe ich dann quasi durch und schaue mir meine Applikation an und habe dann quasi eine noch relativ unstrukturierte Liste an Bedrohungen. Die kann beliebig lang sein. Dann kommt es zur Risikoanalyse. Risikoanalyse bedeutet, ich versuche den Wert in der sogenannten Risikomatrix zu finden. Auf der einen Seite habe ich einen potenziellen Schaden, der mir droht, wenn eine Bedrohung eintritt. Auf der anderen Seite habe ich eine Eintrittswahrscheinlichkeit. Ja? Und auf diesen Wert versuche ich mit der Risikoanalyse zu kommen. Bei größeren Softwareprojekten ist immer das Problem, was bedeuten die Werte? Ja? Eintrittswahrscheinlichkeit kann man sich noch irgendwie gut vorstellen, aber was bedeutet hoch? Ja? Wenn mehrere Leute an so einer Risikoanalyse arbeiten, mag hoch für den einen 100.000 sein, für den anderen 1 Million zum Beispiel. Eine Lösung hierfür sind im Endeffekt so Schadenskataloge. Für meine Applikation oder für meine Organisation bedeutet Wert X hoch und Wert Y sehr hoch. Genau.
dann habe ich jetzt zum Beispiel die Bedrohung, mein IoT-Gerät macht bei einer Denial-of-Service-Attacke oder bei einer Distributed Denial-of-Service-Attacke mit. Und das muss ich jetzt mit der Risikoanalyse nach Threat bewertigen. Threat ist quasi das Pendant zu Threat und das kategorisiert die einzelnen Bedrohungen, bewertet die einzelnen Bedrohungen nach den Kriterien Damage, einfach also was ist mein Schaden, Reproducibility, wie einfach lässt sich es nachstellen, Exploitability, wie einfach lässt sich es ausnutzen, Affected Users, wie viele sind betroffen und Discoverability, wie einfach ist es denn aufdeckbar, dass denn da etwas passiert ist. Und jetzt versuchen wir mal, diese Bedrohung zu kategorisieren. Mag mal jemand eine Wertung abgeben, was es für einen Schaden hat, eurer Meinung nach? Zwischen 1 und 10, 0 und 10. Keiner? Wert zwischen? Ja. 5. Wieso? Weil ich kann das Gerät währenddessen vielleicht nicht verwenden, das überlastet ist. Okay. Aber mir entsteht dadurch ja jetzt nicht wirklich ein Schaden. Zumindest kommt es drauf an. Das stimmt, ja. Was für ein Gerät. Aha, stimmt, ja. Andere Meinung? Nee. Also ich habe jetzt tatsächlich 8 gesagt, weil das Gerät tatsächlich eine Straftat begeht. Aber das hat natürlich, also was du sagst, ist natürlich vollkommen richtig. Reproducibility? Vielleicht nochmal? Das war wie... Wie einfach lässt sich es nachstellen? Also nachstellen, dass es damit macht, sozusagen. Also der Angriff wurde einmal durchgeführt. Wie einfach ist es, den nochmal durchzuführen? Wenn man den Angriff schon kennt und weiß, wie es passiert ist, dann ist es einfach. Also ich habe es jetzt auch als hoch gesehen, vor allem, weil ich vorhin das Beispiel gebracht habe, also es dauert 96 Sekunden, bis ein IoT-Gerät Beispiel eines Netzes ist. Ja? Exploitability, jetzt wie einfach lässt sich es ausnutzen? Also das ist halt einfach, man muss es versuchen einzugrenzen. Ich habe jetzt 6 gesagt, das ist nicht so einfach, aber doch sehr verbreitet. Also man braucht, um da mitzumachen, schon technisches Kenntnis. Wie viele Leute sind denn betroffen? Affected Users? Das kommt darauf an. Theoretisch kann jeder betroffen sein. Und Discoverability, 6, mittlerer technischer Aufwand nötig. Ja? Ihr seht also so, man braucht da, um solche Einschätzungen zu machen, sehr viel Expertenwissen, aber es ist um einiges zuverlässiger, sage ich mal, wie ganz einfach so Pi mal Daumen, ja okay, das ist jetzt der Wert in der Risikomatrix, ich habe jetzt meine Bedrohung und das ist jetzt der Wert in der Risikomatrix. Ja? Dann zur Berechnung noch, man zählt es zusammen, geteilt durch 5, das gibt 7,4. Ich habe dann so eine Liste, also 10 bis 7 ist ein hohes Risiko, 6 bis 4 ist ein mittleres Risiko, 3 bis 0 ist ein geringes Risiko. Das mache ich im Endeffekt für jede Bedrohung und weiß dann, welche am wichtigsten ist. Ja. Als nächstes muss ich rausfinden, was mache ich denn dagegen. Ja. Möglichkeiten sind zum Beispiel, ja, ich implementieren Mechanismus, der meine Bedrohung aufhebt. Ich akzeptiere das Risiko, ist jetzt für eine hohe Bedrohung vielleicht für ein hohes Risiko nicht so gut, aber ich kann auch ganz einfach, wenn es mittel oder gering ist, kann ich sagen, ja okay, ich weiß es, aber das jetzt zu beheben, wäre zu teuer, deswegen akzeptiere ich es. Ich kann Versicherung dagegen abschließen, wäre auch eine Möglichkeit. Am besten ist es natürlich immer, man implementiert Gegenmaßnahmen. Ja? In dem speziellen Fall, typische Gegenmaßnahmen sind, erstens mal Geräte wirklich immer up-to-date halten, keine offenen Ports zulassen, Netzwerkverkehr vielleicht überwachen und das Wichtigste wirklich Augen auf bei der Produktwahl. Ja? Also vielleicht nicht das billigste Gerät nehmen, schon auch also auf Sicherheit achten, wenn man sich das in sein Heimnetzwerk stellt. Genau, dann mache ich das für alle Bedrohungen. Am Ende validiere ich das Ganze nochmal. Vielleicht habe ich andere Sicherheitslücken reingebracht, dann muss ich die noch behandeln. Aber rauskommt im Endeffekt meine abgesicherte Applikation.
es geht wieder der Pfeil nach oben, weil eine Applikation zählt nie als 100% sicher. Es kommen immer neue Sicherheitslücken dazu. Ich muss bei Bedarf die Bedrohungsmodellierung einfach nochmal durchführen. Ja? Sicherheit ist ein Prozess, der den kompletten Lebenszyklus von einem Produkt einfach begleitet. Ja? Das war jetzt die Bedrohungs- und Risikoanalyse an einem Beispiel. Und jetzt möchte ich noch auf einige verbreitete Schwachstellen und Gegenmaßnahmen eingehen. Was immer ganz häufig in solchen Top-Listen kommt, also ich habe mir die Auswahl jetzt nicht ausgedacht, die sind alle aus dem OWASP IoT Top 10, aus der IoT Top 10 Liste, ist ganz einfach mal SQL Injection. Dieser kleine Comic erklärt SQL Injection. Also wie funktioniert SQL Injection einfach mal ganz kurz? Ja? Funktionsweise im Endeffekt, ich habe einen Benutzer, ich habe eine Applikation. Die Applikation, ich als Benutzer gebe eine Anfrage in die Applikation rein. Die Applikation übersetzt die Anfrage in eine Datenbankabfrage und führt diese aus. Ja? An einem Beispiel ganz einfach, habe ich einfach hier eine Eingabefeld in der User-ID. Meine Applikation holt sich die User-ID und setzt es in diese SQL-Anfrage. Select Stern from Users, wo der Name der User-ID entspricht und führt es aus. Ja? Gebe der Benutzer Tommy ein, kommt ganz einfach der Benutzereintrag für den Nutzer Tommy zurück. Gibt der Nutzer jedoch Tommy oder 1 ist gleich 1 ein, das ist eine Abfrage, die immer, dann ergibt das hier where name equals immer true, dann bekommt er die komplette User-Datenbank. Wenn er, gibt er aber Tommy beendet durch dieses Semikolon die SQL-Anfrage, kann er einfach eine weitere SQL-Abfrage anhängen. Und die Wahl wäre jetzt Drop Table Students und dann würde eben die Tabelle Studenten wirklich gelöscht werden. Gegenmaßnahmen sind, wenn ich jetzt so eine Applikation entwickle, eigentlich ist die Empfehlung immer, auch wenn man sich eine Applikation baut, die jetzt mit einer Datenbank hantiert, SQL-Statements, wenn möglich, eigentlich nicht selber schreiben. Es gibt eigentlich für so gut wie jede Programmiersprache Bibliotheken, die mir den Zugriff auf eine Datenbank einfach erlauben. Dann muss ich mich über die ganzen Sachen einfach nicht kümmern. Ja. Wenn ich mich doch kümmern muss, muss ich mich darum kümmern, gibt es immer gewisse Filterfunktionen, die mir meine quasi SQL-Safe-Funktionen, die mir quasi meine Eingaben filtern, dass sowas von vornherein einfach nichts passieren kann. Wenn wir nochmal zurückgehen auch, hier Drop Table Students, das heißt natürlich, dass der Angreifer muss auch wissen, dass die Tabelle Students heißt. Ja? Wenn ich jetzt vielleicht Tabellennamen verwenden würde, die er nicht erraten kann, dann wäre der Angriff schon möglich. Da bieten mir gewisse Frameworks oder sowas die Möglichkeit, solche Tabellen mit irgendwelchen Präfixen zu versehen. Dann ist es für mich immer noch Students, ich kann damit schön arbeiten, aber in der Applikation heißt es XYZ-Students und sowas errät ein Angreifer in der Regel nicht. Genau. Das nächste ist noch, kommt immer wieder, ist die unsichere Passwortspeicherung. Passiert eigentlich ziemlich häufig, dass durch irgendein Datenleck, durch irgendein Passwort-Hack Daten von vielen tausenden Millionen Benutzer offengelegt werden. Ja? Oft ist das Problem, dass die Passwörter einfach im Klartext gespeichert werden. Oft werden sie aber gehasht gespeichert. Hash ist schon mal um einiges besser als Klartext, aber immer noch nicht der heilige Gral. Ja? Was ist es denn? Eine Hash-Funktion, wer es nicht kennt, ist die Abbildung, eine Streufunktion, die Abbildung von einer Eingabemenge, quasi der Schlüssel, auf eine Ausgabemenge. Diese Schlüssel werden quasi auf Hash-Werte abgebildet. Ja? Wichtig für Hash-Funktionen ist A, die sind deterministisch, das heißt für eine Eingabe muss immer die gleiche Ausgabe erfolgen. Passwort führt immer zu dem gleichen Hash,
also wenn ich das Passwort habe, es führt immer zu dem gleichen Hashwert. Es darf keinen Weg zurückgeben, also ich vom Passwort komme ich, von dem Hash komme ich nicht zurück. Also keinen vertretbaren Weg. Und es muss streuend sein. Das heißt, ähnliche Eingaben müssen zu komplett unterschiedlichen Ausgaben führen. Der Hashwert von Passwort muss ein ganz anderer sein als der Hashwert von Passwort 1. Weil wenn jetzt ein Angreifer den Hashwert von Passwort kennen würde und der schaut ganz ähnlich aus zum Hashwert von Passwort 1, dann weiß er, mein Passwort ist irgendwo daneben und er muss nur noch ein bisschen rumprobieren. Jetzt gibt es aber das Problem, dass wenn man theoretisch für alle Schlüssel die Hashes einmal berechnen würde und in der Datenbank abspeichern würde, kommt man von dem Hash doch relativ einfach durch einen einfachen Lookup zurück. Und sowas muss man im Endeffekt nur einmal machen. Solche Tabellen zu kaufen im Darknet. Man kann aber auch einfach zum Beispiel mal anfangen, die Hash-Funktion generieren wir jetzt hier mal den Hash-Wert von dem Passwort, ja? Das ist dieser Hash-Wert. Wenn ich jetzt anfangen würde, den Hash-Wert, ich muss dazu sagen, das ist eine unsichere Hash-Funktion, deswegen, aber zu Demonstrationszwecken genügt es, komme ich doch einfach das Googlen auf den Wert. Das geht nicht mit jedem Passwort, ich denke, es geht mit, also googeln kann man, glaube ich, Passwörter, die mal so bei einem Datenleck rausgekommen sind. Jemand noch eine Idee für ein Passwort, das ich probieren soll? Admin. Admin. Ja, das geht sicher, ja. Okay, machen wir den Hash für Admin. Dazu. Sag. Noch ist 1800. Sag, auf. Also, der Hash ist jetzt nicht so sicher. Ja? Wir können gerne noch weitere probieren oder ihr glaubt es. Und dafür habe ich nichts Neues gezahlt. Ich habe es einfach nur gegoogelt. So, ich kann mit dir. Nein. Gut. Dauert einen kurzen Moment, wie ist die VirtualBox abgeschmiert? Also auf jeden Fall, bis die startet, kann ich eigentlich ohne Folien weitermachen. Ja? Also die Lösung dafür ist im Endeffekt das Einführen von einer zusätzlichen Datenfolge. Die Applikation nimmt nicht den... also meine Applikation führt einen zusätzlichen... zufälligen Wert ein, ein sogenanntes Salt. Ja? Dadurch wird einfach um die Entropie zu erhöhen. Dadurch wird nämlich nicht mehr der Hash von meinem Passwort erstellt, sondern der Hash von einem beliebig langen String und dem Passwort. Ja? Und das kann eigentlich nicht vorher generiert werden. Und so wird es im Endeffekt dann, so wird der Hash sicher gemacht. Und wenn ich als Benutzerverwaltungsprogramm oder sonst was diesen Mechanismus verwende, um Passwörter zu speichern, gilt es als sicher. Und wenn ein Angreifer so eine
Passwortliste mit salted hash Passwörtern finden würde, der könnte dann, ist immer noch nicht gut, weil er dadurch die Benutzernamen quasi rausfinden könnte, aber er kommt nicht aufs Passwort. Weil ich diesen Zugangskarte regelmäßig ändere, weil wenn er in der Hash-Tabelle ist, nutzt man ja auch erstmal nichts. Doch, weil im Endeffekt der Angriff, den ich gerade gezeigt habe, basiert ja quasi darauf, dass der Angreifer eine Datenbank hat, ja? Passwort auf Hashwert. Und deswegen, kauft er sich einmal oder er googelt es. Und dadurch kann er ganz einfach, wie einen Lookup machen, er kann einfach nachschauen, okay, das ist dieser Hash, das ist dieses Passwort. Ja? Aber wenn ich jetzt im Endeffekt nicht mehr ein Passwort habe, sondern einen 60-stelligen zufälligen Wert und das Passwort, dann bräuchte der eine Lookup-Tabelle, die unendlich groß ist. Also nochmal ganz kurz, weil es vorhin weggegangen ist. Also wie funktioniert das Festlegen des Passworts? Funktioniert dann so, der Benutzername will ein Passwort setzen, ich generiere, das ist Standard, was ich erzählt habe, mit dem Hash ist es, er will das Passwort setzen, ich generiere einen zufälligen Wert, ist gar nicht so wichtig, dass er lang ist, wichtig ist, dass er wirklich zufällig ist und dann generiere ich nicht den Hash des Passwortes, sondern des Salts plus des Passwortes und speichere in meiner Tabelle Username, Salt und den Salted Passwort Hash. Ja? Beim Einloggen muss ich mir den Benutzernamen und das Salt wiederholen. Das Salt einfach aus der Datenbank wiederholen und berechne das wieder und so kann ich verifizieren, dass es der gleiche Benutzer ist. Gut. Weitere Schwachstellen sind unverschlüsselte Übertragung, schlecht oder falsch implementierte Verschlüsselung oder einfach nicht implementierte Verschlüsselung. Datenverkehr, der wirklich mein sicheres Netzwerk verlässt, sollte eigentlich immer verschlüsselt sein. Und da sollte man sich auch auf, es gibt genug Standards, ja, man soll sich da auf Standardverschlüsselungsmechanismen, AES zum Beispiel, verwenden. Und wenn man eine Umgebung hat, wo theoretisch Angreifer rumlaufen können, nicht fest verbaute Speichermedien, weil der kann die SD-Karte einfach rausziehen. Gegenmaßnahmen habe ich schon ein paar Mal gesagt. Sei kein weiter drüber. Und noch, vielleicht noch ein paar Handlungsempfehlungen, ganz einfach für Smart Home, die ich mir zusammengeschrieben habe. Diskussionsgrundlage, nicht vertrauenswürdige Komponenten, wenn ich sie haben muss, wirklich in ein separates Netz extrahieren, unnötigen Netzwerkverkehr, wenn möglich, unterbinden, Updates zeitnah einspielen. Und am wichtigsten im Endeffekt Augen auf bei der Produktwahl und Standardpasswörter immer verändern. Ja? Wenn man wirklich sicher sein will, kann man auch noch den Netzwerkverkehr überwachen. So, noch Anregungen, Anmerkungen, noch was hinzuzufügen von eurer Seite? Ja? Ich glaube, bei den Updates fällt mir eins ein, das ist auch so die Signierung von Updates, dass auch das Update wirklich von mir kommt und nicht von irgendwem. Stimmt, ja. Also hier finden Sie Wahltech zum Beispiel, also irgendwelche Updates, die von sonst wo kamen, einspielen konnte. Stimmt, das ist auch extrem wichtig, die Herkunft des Updates. Das ist die Sicherheit nicht, weil jemand ein unsicheres Update einspielen kann. Ja. Ja? Vielleicht noch dazu, dass man eigenes Haus, wenn man es schon, sag ich mal, mit solchen Komponenten verbaut hat, dass man sein Haus auch ein bisschen monitort, ja, dass man halt guckt, was die einzelnen Devices gerade machen. Auf jeden Fall, ja. Weil es nützt ja nichts, die Komponenten einfach einzubauen und einfach laufen zu lassen. Auf jeden Fall, man muss wissen, was... Vielleicht auch ab und zu einfach mal schauen, was die einzelnen Komponenten gerade tun, wie sie sich miteinander unterhalten und vielleicht an der Stelle auch mal gucken, was gibt es eventuell noch für Verbesserungen. Genau, und vor allem mit wem sie sich unterhalten, muss man schauen, ja? Das ist interessant, aber auch immer noch eine Frage, wie viele Komponenten gerade im Haus verbaut sind. Ja. Ich habe letztens ein Haus, was ich mir anschauen musste, da waren, glaube ich, 40 Wi-Fi-APs allein in dem Haus verbaut, plus etc. Das muss aber ein großes Haus gewesen sein. Das ist ein komplett autarkes Haus. Wahnsinn, ja. Überwachung ist dann, das Haus braucht dann einen eigenen Akku. Ja, das stimmt, ja. Das ist eine Frage, wie es da, wir schauen zum Beispiel mit Wireshark einfach mal das Netzwerk reinzugucken. Gibt es
Nutzererfahrung, wie weit man wirklich, ob man Sachen wirklich dann auch dort sieht. Man ist komplett unsicher, sind, muss man alles mitlesen können. Bei verschlüsselten wird es natürlich etwas schwieriger. Aber unverschlüsselten Netzverkehr sollte man bei der Schacke eigentlich ziemlich schnell feststellen können. Ne? Auch bei verschlüsselten, man sieht halt nicht, was kommuniziert oder man sieht, das kommuniziert. Ja, das reicht ja auch schon manchmal. Wenn eine chinesische IP auf einmal auftaucht, dann. Bitte? Wenn man eine chinesische IP auftaucht. Ja, dann, also man kann auch bei verschlüsselten Verkehr einfach nur das Verkehr da ist. Daraus kann man auch einiges nachlesen. Ne? Ja? Wie sieht es eigentlich mit einer Empfehlung für ein V-Band aus? Was passiert, wenn meine verbauten Komponenten ein Eigenleben entwickeln? Gibt es irgendeinen Tipp oder einen Hinweis, wie man was dann für ein V-Band noch einbaut? Also V-Band in dem Sinne, wenn meine Komponente sozusagen ein Eigenleben auslebt, dass man nochmal drumherum kann. Mir fällt zum Beispiel sowas ein, wenn eine Komponente da ist, die Eingangstor. Sag ich mal, quasi, quasi der intelligente Schlüssel jetzt. Na, ja, ja, ja. Das ist halt schwierig, weil das ist ja schon die Komponente, die Autorität darüber, die Tür aufzumachen. Ja? Mhm. Und der Fallback wäre quasi noch eine Tür einzubauen und dann ist der Nutzen der Tür eigentlich, der intelligenten Tür eigentlich dahin. Man kann es noch monitoren, aber im Endeffekt dann weiß man, dass der Einbrecher drin ist. Also ich würde in der früheren Version hatte ich tatsächlich so ein unsicheres Schloss. Also ein Schloss würde ich jetzt persönlich noch nicht wirklich verbauen. Kurze Frage noch. Sind wir schon in der Frage oder bist du noch im Vortrag? Nee, wir können abschließen, dann gehe ich noch. Dann gehe ich noch auf die letzte Folie, ja, und dann. Also vielleicht noch ganz kurz, bevor wir die Fragerunde starten. Also wenn irgendjemand Interesse an da hat bei Mixmod zu arbeiten, wir bieten Stellen im Embedded-Bereich an und auch viele Abschlussarbeiten, einfach hier vorne informieren. Ja, gut, jetzt zur Fragerunde. Also vielen Dank. Gerne. Standardpasswörter immer ändern. Ja? Das eigene Passwort, also halt, wenn man bei einem neuen Router sich kauft, dann sollte man nicht das Standardpasswort drauflassen. Ja? Oder wenn man jetzt sich irgendwas installiert, dann nicht das Standardpasswort ändern. Aber ich stimme da vollkommen zu. Also wenn man eine Richtlinie hat, dass man das Passwort alle 3 Monate ändern muss und dann ist genau ein Sonderzeichen und ein Großbuchstaben hat, das bringt gar nichts, weil dann denken sich die Leute irgendwelche Regeln oder Muster auf der Tastatur aus, die man einfach nur eins weiterschieben muss. Also ist dann halt eine Zahl anders. Das, also davon halte ich persönlich wenig. Ja. Weitere Fragen? Gibt es irgendwelche, sag mal, einfacher zu benutzenden Möglichkeiten, außer jetzt, sag ich mal, mit dem Netzwerkverkehr selber irgendwo am Router oder mit der Barriere oder sonst wie zu beobachten? Ich meine, da setzt ja gewisse Kenntnisse voraus. Wenn ich den 0815-Anwender nehme, der sich halt da auch sogar für teurere und vielleicht hochwertige Steuerungen halt so wenigstens einbaut, der sagt, ja, gibt es da irgendwie Möglichkeit, sowas auch irgendwie zu testen? Weiß ich nicht. Also es gibt sowas bei den meisten Komponenten, ist eine Admin-Konsole dabei, wo die Sachen zusammenlaufen und man meinetwegen von der Browse gucken kann, welche Geräte verbaut sind und was sie gerade machen, in welchem Zustand sie sind. Das habe ich letztens gesagt gesehen und war hin und weg, was man als Kunde, als Nutzer alles schon mitsehen kann.
Problem ist nicht, dass auch jemand, der außerhalb ist, und das würde ich ja gerne wissen wollen. Ob du jetzt mal heißt, wenn du auf Urlaubssteuerung bist und erst drei Wochen wieder anspringt, weil ich aufs Urlaub komme, das heißt, das wäre. Andere Leute machen viel Aufwand, dass die Modellen automatisch rauf und runter gehen und Lichter dann aufsetzt, ob jemand da ist, und dann steht die Heizungssteuerung drin. Ja, Urlaubsschaltung, wenn die drei Wochen wieder angehen. Ja, das ist natürlich kontraproduktiv. Ja, es sind ja so viele Bereiche, an die man denken muss. Es wird unglaublich komplex, man muss alles beachten. Also das ist eine große Herausforderung, wenn man sich die Häuser intelligent macht. Ja. IoT, sondern generell natürlich. Ja, genau, das ist halt einfach. Es ist nur angewandt auf IoT, ja. Also ich meine, so würde ich jetzt auch ein normales Software-System absichern. Ich muss sagen, also tatsächlich hätte ich, also persönlich würde ich bedenken, so Geräte zu stellen, was zumindest unverschlüsselt kommuniziert. Und ja, signierte Updates ist tatsächlich. Das ist auch, wenn man anfängt und sich alles selber baut, dann leidet halt irgendwie, also es ist sehr aufwendig, das dann so bequem hinzubekommen, so benutzbar wie ein komplett gekauftes Produkt. Dann ist es dann, wird es für den nicht technischen Nutzer kompliziert, das Licht anzuschalten, ist ja auch nicht Ziel der Sache. Weitere Fragen, Diskussionspunkte? Okay, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank nochmal.